So, hier kommt jetzt ein Kurzbericht. Flugreise mit Hund vom 11. Januar bis voraussichtlich Mitte Februar bin ich mit Willi auf Lanzarote. Ich schreibe wie jedes Jahr an meinen Büchern. Dieses Jahr geht es um die sechste Auflage von Online-Marketing-Konzeption. Der Flug selber war problemlos, der Flieger war ziemlich leer, auch am Flughafen überhaupt kein Stress. Willi ist im Gepäckraum in einem klimatisierten Raum mitgeflogen. Er hatte eine Betäubungs-, nee, nicht eine Betäubungs-, eine Beruhigungs-, Beruhigungsmittel. Demzufolge war er auch ziemlich malat am ersten Tag. Kann man hier schön sehen, im Auto sitzt er wie ein Schluck Wasser. Und um es klar zu sagen, wenn ich nicht 4 Wochen hier wäre, hätte ich den Willi nicht mitgenommen. Einem Hund die Strapazen eines Fluges zuzumuten, wenn man nur 1 oder 2 Wochen verreist, halte ich für unverhältnismäßig. Denn auf dem Rückweg hat der Hund ja die gleichen Strapazen nochmal. Und das lohnt sich meiner Meinung nach bei 1 oder 2 Wochen überhaupt nicht. Ja, die Wohnung selber war sehr schön. Hier sieht man meinen Arbeitsplatz, ist relativ spartanisch, aber dafür ist der Ausblick sehr schön. Ich bin untergebracht in einem Haus direkt am Meer im Ort Arrieta. Ich packe mal einen Link von dem Anbieter unter das Video. Ja, Willi ist immer noch ein bisschen müde, logisch. Die Beruhigung, das Beruhigungsmittel zeigt immer noch Wirkung. Das hier ist das Schlafzimmer. Und jetzt zeige ich dir nochmal eben ganz schnell einen Blick in die Küche. Von da aus gibt es nämlich einen super spektakulären Ausblick. Wie gesagt, die Wohnung ist direkt am Meer. Ja, Willi und ich haben eigentlich dann am ersten und zweiten Tag nichts Besonderes gemacht, so ein kleines bisschen mal die Gegend erkundet und mal einen Ausflug an den Ministrand gemacht. Und der erste Morgen, der war ja sehr, sehr schön. Die Sonne ging auf, relativ früh geht die auf. Die Zeitverschiebung, das ist ja 1 Stunde. Und ich bin schon fleißig bei der Arbeit, war allerdings auch schon mit Willi draußen. Willi nuckelt jetzt an seiner Decke, ist gefüttert worden. Ansonsten machen wir hier nichts. Naja, sagen wir fast nichts. Ich habe ausprobiert, ob man auf Lavasteinen, also auf diesen kleinen Bröckelchen, auch eine Fährte machen kann. Wie man hier sieht, kann man das. Fand ich interessant, weil Willi bisher nur Gras kennt. Aber ja, offenbar kommt er auch mit Lavastein zurecht. Ich bin mal gespannt, wenn er zum ersten Mal auf einem echten Acker bei uns zu Hause wieder ist, wie er sich dann anstellt. Hier sieht man übrigens schön die Beschaffenheit des Bodens. Also ich fand es ziemlich speziell und hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass der Willi da so gut zurechtkommt. Ansonsten, wie gesagt, trainieren wir gar nichts. Der Hund kriegt jetzt mal 14 Tage Pause. Ein bisschen Alltagstraining machen wir natürlich. Konnte man gerade sehen, abliegen vor der Bäckerei. Oder jetzt hier, ich gehe im Supermarkt einkaufen. Willi muss vorm Supermarkt auf mich warten. Eigentlich auch eine schöne Übung für die Begleithundeprüfung. Die sichere Ablage, nachher natürlich auch bei der IGP 1 und 2, 3 ganz wichtig. Und ich denke mal, das macht der Willi auf jeden Fall hier gut.